Leute, jetzt wollte ich euch doch mal meine kleine Maus vorstellen und ja, sie ein bisschen genauer zeigen und auch ihren Namen verkünden. Viel Spaß beim Video. Genau, das ist sie. Ich habe sie mir ja auf Eschwege geholt, bei der lieben Petra Seifert. Sie hat es mir ganz genau erklärt, genau wie die hergestellt werden. Und ja, ich hatte ja immer schon Interesse an denen, aber ich dachte, die sind so arg teuer. Aber ja, ich habe jetzt viel gespart und habe gedacht, ich erfülle mir noch diesen Wunsch mal. Genau, es ist ein Mädchen. Habe ich euch ja letztes Mal schon gesagt. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, sie Emma Joy zu nennen. Das erkläre ich euch nachher vielleicht nochmal. Also Emma fand ich ganz schön den Namen. Und Joy daran, das seht ihr, denke ich mal, gleich. Das zeige ich euch gleich. Genau, sie hat einen ganzen Körper. Sie hat einen drehbaren Kopf. Das ist wirklich voll schön, weil man kann sie sich ja, wenn man sie auf die Brust legt, kann man dann den Kopf drehen und das hätte man nicht gekonnt, wenn ich angenommen hätte ohne. Genau, jetzt zeige ich sie euch mal. Also ich ziehe sie jetzt aus. Da sieht man eben, dass der Kopf hier quasi so ist, aber ich finde, das stört nicht. Also, genau. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man auch sie anfasst, sie bewegt sich immer. Das ist ganz logisch. Jetzt können wir zum Beispiel hingehen. Das zeige ich euch jetzt. Wir können jetzt hier ein bisschen unter den Kopf legen. Dann fällt es eben noch weniger auf, dass der Kopf nicht dran, ja, dran ist. Ist er eigentlich schon. Genau. Achso, ich setze die Füße aus, ihr seht ja noch gar nichts. Moment. Okay, Moment. Und weiter geht's. Ich lege sie euch jetzt noch ein Stückchen höher. So, da seht ihr wieder, dass sie wackelt sehr. So, das sind ihre Beinchen. Ganz süß. So. Diese Füßchen kann man dann so machen. Und ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, klar, aber man passt ja auch auf. So, da seht ihr schon den Bauch, den Bauchnabel. Genau, man soll halt das Silikon nicht zu arg ziehen, aber man kann es ziehen. Also es geht nicht sofort kaputt. Wenn man halt gewalttätig dran zieht, dann ist es schon klar, dass es kaputt geht. Genau, das sind die Füßchen. Ich lege sie euch doch ein bisschen anders noch hin. Fangen wir doch mal mit den Füßchen an. Das ist der eine Fuß. Genau, mit Zehen. Ich kann die so mal schon mal so strecken. Ich weiß nicht, so weich finde ich das jetzt nicht. Ich sehe das schon sehr echt aus. Und dann der zweite Fuß. Schön so. Mit Zehchen. Und was auch toll ist, sie verwendet ein Silikon. Sie sagt, es ist kussecht. Also ist TÜV geprüft und ist nicht klebrig. Es fühlt sich eigentlich an wie weiche Haut. Genau. Jetzt ziehe ich hier, glaube ich, erstmal noch den Body Balance auf. Das ein bisschen her. Das sind die Finger, die sind beide in einer Faust. Die sind auch nicht, dass die weggehen. Ein Fingerchen. Und sie ist quasi, die andere Hand sieht so aus, auch mit den Fingernägelchen.
man hat jetzt schon ein bisschen aufpassen. Ich habe halt schon ein bisschen Angst, dass es kaputt geht. Oh. So. Ich bin ja immer, wenn man an einer Seite was macht, dann bewegt sich das restliche Kind auch. Sieht die Kleine jetzt auf? Genau, sie hat eben kompletten Bauch. Auch eben hier so eine Delle ein bisschen. Gar nicht so gut erkennen. Hier. Die Ärmchen. Genau, sie hat sie auch selber quasi hergestellt. So, wer jetzt alles keine Fake-Baby, keine Ahnung, was ich sagen, Intimbereiche sehen möchte. Genau, der kann weggucken. Aber zeige ich euch doch noch was anderes. Den Bauchnabel. Kann man rausmachen. Zack. Dann hat sie ein kleines Lächeln. Und dann kann man ihr quasi einen Nabel einsetzen. So ein bisschen noch eine Spielerei. Ne? Genau. Jetzt seht ihr sie von unten nicht. Ist gerade geschickt. Windel weg. Jetzt zeige ich sie euch. So sieht sie aus. Oh, sie ist neu und. Genau, also sie ist ein richtiges Mädchen mit Popo. Und auch, das finde ich so süß. Hier. Po. Genau, das ist quasi der Rücken. Und diese Linie, wo man ihn ein bisschen sieht, das ist quasi vom Verschließen des Körpers. So, und jetzt kann ich eben ihren Kopf drehen. Das finde ich ganz angenehm. So sieht sie von hinten aus. Füßchen. Popo und Körper. Ich finde, sie sieht schon sehr real aus. Sie ist auch gar nicht klebrig. Klar hat sie ein paar Fusselchen an sich, aber so vom Gefühl her. Also man muss sie auch nicht pudern. Genau. So sieht das aus. So, wir nehmen sie jetzt mal wieder rum. So sieht sie aus und man kann sie hier ein bisschen zusammenbiegen. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Ein kleines Mädchen. Und jetzt zeige ich mal, wieso sie Joy heißt. Sie lächelt. Das ist so schön. Und sie hat auch eine Zunge, also einen richtigen Mund. Kann man reinfassen. Genau, jetzt mache ich hier am Bauchnabel wieder raus, den ich einfach rausnehmen. Das ist wahrscheinlich für Fotos ganz schön. Ne? So, zack, plopp ist er wieder drin. Finde ich voll süß gemacht, den Bauchnabel. So diesen Ring da. Ne? So, oh, meine kleine Maus. Genau, sie hält, dann fickt sich an. Und das ist ihr putziges Gesicht. So, jetzt ziehen wir noch ihre Mütze aus. Und das sind ihre hübschen Haare. Die machen wir jetzt mal. Und sie ist so schön weich. Mir wurde empfohlen, ich soll so etwas nehmen. Oben hier spürt man auch so eine Delle.
So, meine Maus. Genau, jetzt zeige ich euch vielleicht nur noch den Mund etwas besser. Mal schauen. Kann man ja so drücken, ne? Da könnt ihr die Zunge ein bisschen sehen. Hier unten. Bisschen schlecht, ne? Ich versuch's mal anders. Ja, ist schwierig zu zeigen, hier unten ist die Zunge eben. Und was ich auch ganz toll finde, weil sie ja nicht klebt, ist das mit dem Schnulli sehr einfach. Ich habe jetzt ja den, ich nehme einfach mal die kleinsten. Wobei sich ja Silikon nicht verformen kann. Und mein Freund, der kennt sich mit den Stoffen ganz gut aus. Sie hat quasi diese Größe. Ich versuche jetzt eben keinen zu nehmen, der größer ist. Oder arg viel größer. Und der ist ja eigentlich genauso groß. Genau. Zack rein. Und einfach so sieht nicht wieder raus. Schnurgi. Die halt vorsichtig an ihrem Kinn. Dann geht er ganz einfach rein. Der klebt nirgends. Genau, kommt wieder raus. Sie hat den ganzen Schnulli. Genau, so sieht die Maus aus. Schreibt mir doch mal rein, was ihr von Emma hält. Emma Joy. Joy eben wegen. Weil sie sofort lacht. Freude. Genau. Wunderschön zum Kuscheln. Sie ist ganz weich. Hier ist sie eben nicht so weich und hier ist sie etwas weicher. Was ich jetzt nie machen würde, ist sie hier hochzuziehen. Da hätte ich einfach Angst. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen und ihr, wir zwei sagen jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Mal und schreibt mir doch fleißig in die Kommentare, was ihr alles wissen wollt. Genau. In dem Fall bis zum nächsten Video. Tschüss.